Diese Nachricht schockierte Anfang Oktober Schlagerfans. Heintje hat Krebs. Der 68-Jährige teilte mit, dass bei ihm schwarzer Hautkrebs diagnostiziert wurde. Jetzt meldet sich Hein Simons, so der bürgerliche Name von Heintje, zurück und gibt in einer Videobotschaft ein Gesundheitsupdate. Wie ihr seht, es geht mir gut, sagt Heintje in einem Instagram-Video und erklärt, dass es wegen der Krebserkrankung bereits eine OP gab. Es wurde bei mir an der Nase operiert. Ich hatte da ein Geschwür, das nicht ganz koscher war. Aber man hat's rausgeschnitten und mir versichert, alles wäre weg, sagt der Schlagersänger erleichtert. Also alles ist okay, alles ist in Ordnung. Heintje bedankt sich außerdem für die Genesungswünsche seiner Fans. Vielen Dank für eure liebe Teilnahme. Vielen dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein, da sie sich nun keine Sorgen mehr um den Schlagerstar machen müssen. Das Video hat Heintje übrigens auf Gran Canaria gedreht. Dass er auf der sonnigen Insel wegen seiner Vorerkrankung nun besonders aufpassen muss, weiß er und sagt mit einem Augenzwinkern: Ich hab dran gedacht, in der Sonne immer mit Hut und immer schön eincremen.